Arcanes Empor. In meinem Geschäft findet ihr mächtige Zauber und Artefakte, die euch auf euren Reisen sicherlich nützlich sein werden. Also dann, was darf es sein? Verkauft, 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 verkauft. Und die neuen Sachen, die halt ich. Teile ich mal deine Nacht. Guter Handel. Ein 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 guter Handel. Ja, ich auch. Ein guter Handel. Ich danke, lebt wohl und eine gute Reise wünsche ich. Nee, das geht nicht. Okay, das geht schon. Arcane, in meinem Geschäft findet ihr mächtige Zauber und Artefakte, die euch auf euren Reisen sicherlich nützlich sein werden. Also dann, was darf es sein? Ein guter Handel, ein guter Handel, ein guter Handel, ein guter Handel. Der ist gar nicht mal so stark. Ein guter Handel, ihr wartet. Ein guter Handel, 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 ein guter Handel. Ein guter Handel, 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 ein guter Handel. Verkauft, verkauft. Schwert Bruntod. Cool, aber. Ein guter Handel, ein guter Handel. Das ist auf jeden Fall nice. Den hau ich auch weg. Ein guter Handel, ein guter Handel. Ich habe ja noch solche. Ich glaube, den tun wir auch mal weg. Ein guter Handel. Das ist tatsächlich doch etwas im Inventar. Und ich habe die ganzen Höllenspieße. Gleich geschickt. Ein guter weg. Handel. Noch so. Bleibt das wieder so. Ein guter Handel. So. Das war jetzt die richtige Reihenfolge. Ich danke, lebt wohl. Und eine gute Reise. Also am unheiligen Torbogen waren wir. Aber dann würde ich mal an der Stelle sagen, hier in Fernhain, wie immer das Übliche, bewertet, je nachdem wie es euch gefallen hat, kommentiert, was ihr kommentieren könnt, lasst gegebenenfalls ein Abo da, vergesst die Glocke nicht und natürlich Sunbros, praise the sun, yo und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt Let's Play Dungeon Lords. Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Lords. Heute, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber heute nehme ich mal sehr barbusig auf, indem ich kein Oberteil anhabe. Bin hier sehr kontrovers. Ich könnte Twitch-Streamer werden. Bestimmt voll viele Klicks. Wenn ich hier mit meinem
richtig hart durchtrainierten Sixpack vor der Kamera sitzen würde. Oh ja, das würde mir voll die Klicks geben. So, mal schauen, wie. Oha. Neue Schwerthaut. Haut rein. Also. Das hat eine Angriffsgeschwindigkeit. Klingenrelikt. Vergangene Tage. Also würde ich das alleine. Das probiere ich mal, wenn ich das alleine führe. Aber doppelt hält besser, also machen wir es doppelt. Das ist stark, also. Viper. Feuerball. Okay, ich glaube, das hat man jetzt nicht gehört. Ganz leise Feuerball. Feuerball! Oh mein Gott. Der hat keine 20 Schaden durch. Wusstest du, dass wir bald fertig sind mit Dungeonlords? Das finde ich voll schade. Ich hätte Dungeonlords vermissen mit seinen Bäumen und seinen Schokobussen. Oh, da ist ein Stück abgestürzt. Von mir, denn dies ist das Grabmal der Seelen. Ja, ich weiß. Hey, der hat ein Auge. Warum kommt ihr zum Grabmal der Seelen? Erhebt euch, ihr Dämonen. Eine neue Seele kommt zu euch. Ihr dürft... Okay. Grabmal der Seelen. Wo bleibt das Begrüßungskomitee? Ein wahrer Held steht vor eurer Tür. Irgendwie triggert mich ein welche Daten die Frage. Ah, der Furie. Get on my level. Also die ist halt hart unter meinem Level eigentlich. Die Rast, aber auch Katana der Sonne. Das behalten wir mal. Definitiv. Oh mein Gott, wir haben die sich erhalten. Oh, ein Homunculus ist geil. So sterben die. Sehr unspektakulär. Grabkrieger. Grabwache. Kennen wir. Boah, das geht sogar geil! Räumen wir mal auf. Kommt der Super Saiyan. Oha. Aber ein ganz mieser Move von euch. Ich glaube, das hätten wir mal gewonnen, oder? Oh, Hupfen. Ach, die sind aus Furcht geflohen. Furcht hilft tatsächlich doch was gegen Untote. Nice. Oh, das ist ein...
Da ist gerade irgendwo was aufgegangen. Aber habt ihr gehört, was? Wir werden es sehen. In der nächsten Folge. Ah, jetzt geht's wieder zu. Machen wir meistens die Kisten auf. Logischste, was wir immer tun, wenn wir in einen neuen Raum betreten, ja. So möchte das die Abenteurer-Etikette. Der Abenteurer-Kodex. Wenn ihr in einen neuen Raum betretet, egal was, auch wenn da so ein großer leuchtender... Oh, ein Topaz-Schwert. Auch wenn da ein richtiger leuchtender Sarg drin steht, immer erstmal alle Kisten öffnen, ja. Ihr wisst, könnt nicht wissen, was ihr verpasst. Denn, ja, logisch. Das ist ja logisch. Es ist doch logisch. Also wirklich. Ha, wie kann man sowas nicht wissen? Das hat mich an einen ehemaligen Lehrer von mir, der sowas mal gesagt hat. Doch logisch. Denk doch mal nach. Da kommt doch ein Kaufvertrag zustande. Ewige Übel. Oha. Seelenloser Schatten. Jetzt hör auf, deine Freunde zu beschwören. Wir sind ja nicht auf dem orientalischen Basar. Okay, das ist jetzt. Ich glaube, das ist ein Cousin. Jetzt machen wir mal hier wieder ein Rampage. Schon wieder ein ewiges. Gleich an. Tja. Mütnigermarschen. Ein Holzschild. Nackenklinge. Oh, wir haben den Schild gar nicht abgegeben. Was? Egal. Machen wir es danach einfach. Ich dachte, wir hätten es schon abgegeben. Da ist aber mal was schief gelaufen. Und wie kommen wir jetzt wieder raus? Habe ich mich jetzt schon wieder eingesperrt oder was? Gibt's doch nicht. Oh. Das ist wieder offen. Das wäre sonst das Gute normal gewesen. Das finde ich nicht cool, wenn mir sowas passiert. Schieb mich halt gleich weg. Hast schon recht. Schieb mich einfach raus. Würden vielleicht die Waffen wechseln dann bald? Waren das nicht mal auf 80? Ich weiß es nicht. Glaube aber schon. Hier sind diesmal keine Kisten. Würden lieber die Waffen wechseln. Okay, das gibt es so. 7 bis 15, 4 bis, schlag mich tot. Ach, wir nehmen einfach die goldene Axt. Komm. Alles oder nichts. Schocker. Muss mich gleich an meiner Brust reiben. So schockierend ist das. Ich mach echt schlechte Witze. Habt ihr das schon mal gewusst? Ich bin der Beste, den es gibt. Hey,
Also Schaden macht er auf jeden Fall. Du warst aber lame. Ich hab Besseres von deinesgleichen erwartet. Was? Soll wohl ein Witz sein, oder? Verschwende meine Magie für Mumien. Für einfache, mulausige Mumien. Also, die hätten schon was Stärkeres reinbringen können, eigentlich. Aber, hey, es sind Erfahrungspunkte, also warum beklage ich mich eigentlich? Ich habe mich schon so richtig abgehoben an, wie die meisten anderen YouTuber so, was es da so gibt. Tja, also Mumien, die sind ja nicht mal würdig. Oh, eine Stufe 6er. Schauen wir mal, ob da was Gutes drin ist. Und dann kommt da das Imba-Schwert des Todes raus. Alles mit einem Schlag one-hitted. Oh, nein. Eine Sukubus-Wert. Eine Sukubi, hätte ich gesagt. Aber das ist auch was wert. Ich möchte keine Sukubusse aus seinem Loot-Tag rauskriegen. Schau mal, das ist ein Action hier. Kommen da noch mehr? Ein Schock-Opus. Die schockieren mich förmlich. Oh, ich muss noch die Quest für die göttliche Strafbehörde machen, fällt mir ein. Wir machen das einfach zu Ende und dann mache ich das. Meine Esel-Tagesquest. Ab in einer Stunde sollte ich das noch schaffen. Oh, brillante Widerhakenklinge des Kriegers. Die ist sogar sehr gut. Da waren wir schon. Ich sollte mir merken, in welche Gänge ich gegangen bin. Oh. Giftnadel. Ich möchte schließlich die Stilseiten noch erhalten. Das heißt, es gibt goldenes Vatikashi-Rune. Okay. Nur Vampire. Ja, Level 51. Das ist tatsächlich sehr amüsant. Habe ich schon mal gesagt, dass ich eigentlich Fledermäuse in diesem Spiel hasse? Meine richtigen Hassgegner. Und aus dem Grund, weil sie können fliegen, sie fliegen dann immer über einen und nerven. Ich könnte einen sehr sexistischen Kommentar abgeben, aber ich glaube, ich lasse es mal lieber. Nicht, dass mir meine Videos noch gesperrt werden, deswegen. Wer weiß das schon? Widerhaken Dunkelklinge. Goldene Fackel.
sieht es nicht so cool aus, aber wir behalten es natürlich. Also keine Sorge, meine Friends. Doppelsichelachse der Tapferkeit. Ist die anders als unten? Wir hätten nochmal die blaue. Nochmal diese die blaue. Oder bin ich jetzt dumm? Oder habe ich die versehentlich verkauft? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Die war so stark. War doch blau, oder? Da muss ich gerade mal in den anderen Videos nachschauen. Oh, die ist auch stark. Und das sind Helm des Eroberers, Goldschlüssel. Vergoldete Stiefel, Helm des Eroberers, Katzenrüstung. Okay. Topaz-Schwert kommen wir nach da oben. Katana der Sonne dahin. Die auch. Das auch. Und das Kashi-Rune. Das gucke ich mir nachher mal an. Wieder hat ein Dunkelschwert. Dunkelklinge. Templer-Schulterpanzer. Okay. Spinne. Die anderen hießen einfach nur Spinne. Na, jetzt habe ich wieder Müll gekriegt. Feindolch. Okay, ich wollte eigentlich mal gucken, was das Wappen macht, das wir gekriegt haben. Der, wo ist denn? Der obere. Angstschlag, 25% Chance, Treffer plus 3. Eigentlich gar keine Mimics mehr gesehen. Haben die vergessen, die im restlichen Spiel einzubauen oder was? Also im Naga-Tempel gab es ja noch welche, aber ich habe eben Dredor-Tempel und im Ding habe ich auch gar keine mehr gesehen, in den Schattenruinen. Also vielleicht sind denen die Ideen ausgegangen für die.